Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestern waren wir Zeugen eines bizarren Schauspiels hier im Haus. Der Behördenchef des Bundesamts für Verfassungsschutz verwandelte die eine krude Verschwörungstheorie, dass die rechtsextremen Ausschreitungen von Chemnitz nicht so schlimm gewesen seien, in eine andere Verschwörungstheorie, nämlich, dass die Medien durch ihre falsche und verzerrende Berichterstattung schuld an der aufgeheizten Stimmung und der gesellschaftlichen Spaltung in diesem Land seien. Das alleine, meine Damen und Herren, ist ein unfassbarer Vorgang. Beide Theorien sind weitgehend faktenfrei vorgetragen worden, und beides sind nichts anderes als bekannte, und das konnten Sie eben an den Einlassungen von Herrn Curio und an Ihrem Applaus sehen, als rechte, ja rechtsextreme Verschwörungstheorien. Und die Verbreitung solcher Theorien und Erzählungen verbitten sich für jeden in diesem Land, der Verantwortung trägt, erst recht für einen Chef der Bundesbehörde, Bundesamt für Verfassungsschutz, meine Damen und Herren. Die letzten Wochen und Monate haben einmal mehr deutlich gemacht, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung steht unter Druck. Sie ist massiv unter Beschuss. Und diejenigen, die unsere Freiheit, unsere Toleranz hassen, den liberalen Rechtsstaat und unser demokratisches System offen in Frage stellen, sie sitzen längst auch hier in diesem Parlament, nämlich dort. Herr Kollege von Notz, der Kollege Braun würde Ihnen gerne antworten. Nein, vielen Dank. In diesen Zeiten kommt es darauf an, dass wir, die überwältigende Mehrheit in diesem Land und in diesem Parlament, unsere Verfassung als Demokraten gemeinsam und entschlossen verteidigen, meine Damen und Herren. Und das heißt selbstverständlich, dass wir die entsetzlichen Straftaten wie in Chemnitz und Köthen von unserer Justiz entschlossen und unnachgiebig verfolgen lassen und dass diese auch scharf bestraft werden. Aber es heißt eben auch, dass man diejenigen, die solche Straftaten nutzen wollen, um verständliche und legitime Trauer für Volksverhetzung zu missbrauchen, dass man diejenigen, die aus den Problemen und Herausforderungen der Migration eine neue Rassenideologie konstruieren wollen, dass man denen ganz entschieden und entschlossen mit allen Mitteln des Rechtsstaats entgegentritt. Und meine Damen und Herren, neben den Äußerung von Herrn Merssen zu Chemnitz war frappierend, zu was er sich nicht geäußert hat. Das offene Auftreten der Adolf-Hitler-Hooligans, das Skandieren, Zitat, für jeden toten Ausländer einen toten Deutschen. Das Zitat Ende. Die massive antisemitischen Übergriffe, die Körperverletzungen, der Landfriedensbruch, Hitlergrüße, insgesamt bisher über 120 Ermittlungsverfahren, all das mega verfassungsschutzrelevant, all das war dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz nicht eine Silbe wert, nicht eine. Stattdessen gestern Wortklauberei, Relativierung und Semantikseminare. Sie wollten gerade nach dem NSU Vertrauen zurückholen für den Verfassungsschutz. Das ist nicht gelungen. Das Vertrauen ist massiv erschüttert, meine Damen und Herren. Und deswegen brauchen wir einen glaubwürdigen und konsequenten Neuanfang, personell und strukturell. Wir haben dazu ganz konkrete Vorschläge gemacht. Herr Seehofer, durch die Übernahme der vollen Rückendeckung für Herrn Maaßen haben Sie sich gestern einen Kronzeugen gegen Ihre eigene Politik geschaffen. Gegen die Politik, die die CSU seit über 12 Jahren bei jeder Entscheidung hier mitträgt, gegen die Sie aber mit maximaler Härte und Rhetorik weiterhin Stimmung machen. Dazu Ihr aufgeblähtes Ministerium, entgegen Ihren Ausführungen eben, das weder im Bereich Heimat noch Wohnen noch Integration noch in anderen Bereichen relevant liefert. Ihr Stellungskrieg in der Bundesregierung gegen Frau Merkel, gegen weite Teile der CDU, gegen die SPD, gegen die gesamte Opposition, Ihre anhaltenden Liebesbekundungen, Herr Seehofer, gegenüber Leuten wie Viktor Orban, gegen den das EP gestern ein Rechtsbruchverfahren eingeleitet hat. All das, meine Damen und Herren, ist ein Prozess der Selbstzerrüttung. Sie schaden damit mit dieser irrational abgründigen Dialektik dem Ansehen der Politik insgesamt, aber eben auch diesem Hohen Haus. Und das ist in diesen Zeiten einfach politisch verheerend. Ich sage Ihnen voraus, Herr Seehofer,
dass sie der gestern verstrichenen Chance, einen glaubwürdigen Neuanfang zu machen und eine klare Linie zu ziehen, dass sie der noch sehr hinterher trauern werden. Ganz herzlichen Dank. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Braun, AfD.